Spiele laufen. Auf 1 stehen sich gegenüber Helingen Bahnsdorf Nord, Steimke Hebano gegen Kassel, Lokomotive Moskau gegen Manchester City auf 2 und Fortuna Biesdorf gegen Viktoria Pilsen auf 3. Schau vor, Leben! Noch eine Ansage, die Verantwortlichen, Trainer, Betreuer, wer auch immer das macht vom HSV, möge sich bitte bei der, nicht bei der Regie hier oben bei uns, sondern vorne bei der Anmeldung melden. Die Jungs müssen noch den Spielberichtsbogen ausfüllen. Aber Philipp, wir sehen keine Buben. 0-0 auf allen drei Plätzen. Hello, Katie, hello! Hier sind die Jungs aus Moskau gerade im Vorwärtsgang, aber toll gelöscht vom Moskauer Verteidiger, die uns wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen. Und da großartige Parade, tolle Torschance auf Grasfeld 1 für Kassel gegen Ebano. Und bei Kassel sehen wir wieder den King im Tor. Go past, have a dig, have a dig. Ja, Tor, ja. Well done. Yes, Liam, yes, Liam, yes. Go beyond them. Good save, keeper. Go on, carry. Left foot. Oh, good effort, mate. Didn't have that. Go on, Kane. Good shackle, good shackle. Up. Da ist eine Bude gefallen. Kai, ja, Kai, komm, keep going. Gerade, gerade. Schuss. Da ist, glaube ich, keine Bude gefallen. Nee, 0-0 überall. Lackkracher für Biesdorf, der richtig sehr. Da, jetzt hat er einen über die Linie gedrückt. Well done, Caden, well done. Pilsen 1-0. Wo sind die Biesdorf-Fans? Wo sind die Biesdorf-Fans? Was haben wir denn auf Platz 1, Micky? 0-0. Ich sehe keine Bude auf 1. Hebano gegen Kassel sehe ich da mit dem TR Rollkiste. Keep working, keep working. Auf Platz 2 sehen wir den Lok aus Moskau gegen City. Ganz ungerichte Fans hier. Sucht den Abschluss. Come on, Caden, get in there. Abgefälscht und Außennetz. 0-0. City gegen Lokomotive Moskau. Und auch 0-0 Kassel gegen Hebano. Come on. Vodka! Who's in goal? Vodka! Who's in goal? Vodka! Wir sehen hier eine Bude. Kassel führt 1-0 gegen Hebano.
Oh, sorry. Schiri, kannst du noch mal eben hochzeigen? Ein. Danke dir. 1:1, der Ausgleich gefallen auf Grasfeld 1. Hebano, Kassel 1:1. Oh, haben wir den Stefan Köters gerade zugegen hier. Stefan Weidling, Köters. Weidling. Vielleicht mal eben zum Sprecherbank. Oder Holger Cox, der geht auch zur Not. Ja, schöner Abschluss hier von der Gruppe, trotz alledem weiterhin 0:0. Nochmal einen der Organisatoren hier zum Sprecherwagen. Großartige Chance haben wir jetzt gerade eben gesehen von Hebano auf die Bude von Kassel. Immer noch 1:1. 0:0 auf Platz 2. Und Biesdorf führt gegen Pilsen. Philipp? 1:0. Nein, ich bin gerade woanders. Aber das gerade Tor gefallen für Hebano, habe ich gesehen. Dann 2:1 Hebano gegen Kassel. 0:0 auf Platz 2. Die Hälfte ist rum. Wir machen uns dann für die nächsten Partien bereit. Spielgemeinschaft. Sagtuberg, Tönnesberg 2 gegen Galatasaray Istanbul auf Platz 1. Auf Platz 2 Hertha Zehlendorf gegen TSV Mal 5. Und auf Platz 3 ATS Krefeld gegen den 1. FC Köln. Das war deutlich. Köln der eine Gruppe, Dämme. Nichtsdestotrotz. Düşecek Leipzig. İyi bir düşecek Leipzig. Sakin. Belli olmaz, futbol bu. Ja. Wir brauchen mal einen von dem Organisationsteam, Holger Cox oder den Herrn Köters, vielleicht mal zum Sprecherwagen. Vielleicht auch beide. Da fällt der Ausgleich. Ich glaube, da ist noch 1:0 gefallen. 1:0, Persi. Ja, hier ist noch 0:0 auf Grasfeld 2. So, nochmal dringenderweise, vielleicht steht er gerade am Bierpavillon, Holger Cox oder Stefan Köters zum 437. Mal, vielleicht Kapazitäten frei, mal eben kurz zum Sprecherwagen zu kommen. Und die Sonne kommt immer weiter raus. Oh, da wird ein verletzter Junge vom Platz getragen auf Grasfeld 1. Ich hab mein Handy vergessen. Komm einfach! Philipp, haben wir Galatasaray gesehen für das nächste Spiel? Nee, noch nicht. Deswegen vernachlässigen wir auch gerade die Partien ein wenig. So, Miki, hast du noch ein Auge für die Partie gerade? Ja, ich weiß, wo das ist. Da fällt gerade eine Bude. Hebano? Hebano gegen Kassel. Manchester!
Und hier immer noch 0-0. Manchester City gegen Lokomotive Moskau. Allah razı olsun. Ja, großartige Chance hier für die Lok aus Moskau gegen City. Лака! Нужен гол! Лака! Нужен гол! Пас, пас, пас! Ой, надо было! Пас! Angriff hier von City. Super Parade hier von Schnapper aus Moskau. Somit bleibt hier beim 0-0. Und wir haben noch 2,5 Minuten Spielzeit. Da ist wieder für Hebano eine Bude gefallen gegen Kassel. So, Miki, was haben wir denn hier jetzt? Hebano gegen Kassel? Ja, da ist Hebano vorne. Ich weiß nicht genau, den Spielstand nehmen. Müssen wir gleich beim Schiri abfragen. Hier steht es noch 0-0 zwischen City und Lok Moskau. Schön gesagt, das passt so. Und Pilsen gegen Diesdorf. Schöne Aktion von den Jungs aus England. Die Latte verhindert das 1-0. Und wir haben noch eine Minute Spielzeit. Eine Minute noch auf der Uhr. Absolut richtig. One minute to go. Für die nächsten Partien, machen Sie sich da bitte bereit. So langsam. Ayhan Akman'ın oğlu da burada. Kim ne ya? Pirak Loko! Adı ne? Adı biliyor, sarışın bir top. Yiğit mi? Acayip çocuk ama. Onu duydum ben. Onun bir de bir büyüğü var galiba, o da iyiymiş. Ama bu çok iyi. Bu çok iyi. Eski daha sarı. Ayhan'ı bul bize. Gelmemiştir canım. Давайте, 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 молодцы. Молодец. Попробуй, да. Я пью, я пью. Barcelona nasıl sayıyor? Ja, hier überschlagen sich gerade die Ereignisse. Ich sehe gerade Hebano mit einer weiteren Bude. Und hier in der letzten, allerletzten Spielsekunde schießt Pilsen noch eine Bude. Gegen Fortuna Diesdorf.